Ich merke langsam immer deutlicher, wie viele Menschen sich in ganz Deutschland Gedanken machen, um uns Fans 4 Wochen lang Freude zu bereiten. Wir wollen, dass die Athleten hier ein Erlebnis haben, von dem sie noch 20 Jahre später berichten. Wir wollen, dass die Medien euphorisch über das berichten, was wir hier in Düsseldorf, was wir in Deutschland auf die Beine gestellt haben. Und deshalb geben wir uns alle besonders viel Mühe. So viel Mühe, dass bei unseren Dreharbeiten sogar der offizielle EM-Pokal im Stadion gastiert. Der Henri Delaunay-Pokal tourt vor der EM durch ganz Deutschland. Heute ist er in Düsseldorf. Benannt ist er nach dem geistigen Vater der Europameisterschaft. Er besteht aus reinem Silber und ist über 15.000 Euro wert. Seit 1960 gibt es diese Trophäe. Deutschland hat sie bislang 3-mal gewonnen. Meinst du, du kommst dem Pokal noch mal so nahe, Vincent? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also, ich meine, selbst wenn man ihn dann natürlich im Fernsehen dann vielleicht sieht bei der Siegerehrung oder so, aber hier UEFA, das ist schon krass. Ich finde es erstaunlich, was für eine Faszination so ein Pokal irgendwie ausmachen kann. Das finde ich schon ziemlich cool. Wahnsinn. Auf dem Rasen dürfen wir ihn nicht anfassen oder hochheben. Doch dann passiert etwas, womit keiner von uns gerechnet hat. Wir haben den Pokal auf der Tribüne kurze Zeit für uns alleine und dürfen ihn ausnahmsweise kurz berühren. Ist das geil, oder? So, bevor jetzt hier die Fragen kommen, ich habe gefragt, ich darf ihn einmal anfassen. Da ist das Ding. Oh Gott, ich darf mir nie wieder die Hände waschen. So richtig so gerade so ein Fanboy-Moment hier, oder? Ist das krass, oder? Du musst jetzt auch. Das machst du jetzt auch? Ja, du musst jetzt auch jetzt machen. Boah, das ist schon ein bisschen wild. Boah, schau mal, wie ich zitter. Das ist schon richtig krass, oder? Ich will keine Finger dabei hinterlassen, wie auf so Fensterscheiben. So einen Pokal für das eigene Land zu gewinnen, ist für Fußballprofis der größtmögliche Erfolg. Ein Lebenstraum. Für unsere Nationalspieler eine einmalige Chance. Es muss wirklich alles passen. Das wissen wir als Fußballfans ganz genau. Egal welches Team den Pokal am Ende gewinnt, es wird massenhaft gefeiert und gejubelt werden. Damit das Turnier für alle zum Sommermärchen wird, spielt vor allem auch das Thema Sicherheit eine entscheidende Rolle. Aber wie bekommt man hunderttausende Fans rund um Stadien und Fanmeilen in den Griff? Um mehr darüber zu erfahren, haben wir uns auf den Weg nach München gemacht. Sicherheit ist auf jeden Fall ein großes Thema bei Großveranstaltungen. Ja, ich glaube auch, musst du, glaube ich, auch. Ne? Ich meine, nicht nur, dass die ganze Welt zuguckt. Du hast natürlich auch gewisse Vorgaben. Ne? Du willst ja auch nicht, dass was passiert. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass dann irgendwie so der Veranstalter, also sprich die UEFA, halt auch sagt, Leute, wir müssen halt sicher gehen, dass das hier für alle Fans irgendwie sicher ist. Ne? Hier findet gleich eine der größten Übungen der Bereitschaftspolizei in ganz Deutschland statt. Tausende Polizisten proben den Ernstfall. Vom Umgang mit aggressiven und pöbelnden Fans bis hin zu möglichen Anschlagsszenarien. Zum ersten Mal überhaupt darf diese Übung von einem Kamerateam begleitet werden. Wir sind mit Hauptkommissar Markus Kern verabredet. Der 49-Jährige ist seit knapp 30 Jahren bei der Polizei. Die will hier heute für den Ernstfall trainieren. Als Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Morgen. Hallo. Grüß dich. Vincent. Hi. Hallo, Markus. Hallo. Die Kollegen. Was genau passiert jetzt hier heute? Was wird geübt? Ja, also anbetracht, dass bald EM ist und Fußballspiele anstehen, vor allem auch bei uns in der Allianz Arena, unter anderem auch das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland, ist natürlich mit großen Menschenmengen zu rechnen und da ist immer ein gewisses Potenzial in jeglicher Richtung und darauf möchte und muss die Polizei natürlich vorbereitet sein. Das Polizeipräsidium München ist dadurch natürlich mit den eigenen Kräften nicht in der Lage, das allein zu schaffen. Dafür gibt es dann unter anderem auch die Bereitschaftspolizei mit Einsatzhundertschaften. Und die sind jetzt heute vor Ort und trainieren solche Fußballspiele etc., um für jegliche Sachen gerüstet zu sein und vorbereitet zu sein. Geübt wird ein Polizeieinsatz beim Public Viewing. Das Szenario? Verfeindete Fangruppen, die aufeinandertreffen.
Markus erzählt uns, dass auch die Fans verkleidete Polizisten sind und gleich aggressiv aufeinander losgehen werden. Aus Sicherheitsgründen dürfen wir nur zuschauen. Die Spannung im Team steigt. Das ist ein ganz komischer Moment, finde ich, ne? Weil alle so ein bisschen darauf warten, dass irgendwas passiert. Schmalz, gibt's eine Schlägerei. Ja, ja. Das Ziel der Polizisten in diesem Szenario? Deeskalieren und Präsenz zeigen. So sollen gewaltbereite Fans eingeschüchtert werden, damit die Lage gar nicht erst eskaliert. So, an alle neu dazugekommenen Fußballfans hier bei der Fanmeile, Public Viewing, an der Ruderregatta. Wir wünschen euch einen schönen Nachmittag, einen friedlichen Nachmittag, Begegnung, Umgang gegen Deutschland. Auf einmal wird es hektisch. Die inszenierten Fans gehen aufeinander los. Es fliegen Stühle und Flaschen. Die Fans zünden verbotene Pyrotechnik und attackieren die Einsatzkräfte. Für uns fühlt sich das Szenario sehr real an. Je gewaltbereiter die Fans, desto energischer gehen die Beamten vor. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin froh zu wissen, dass es eine Übung ist. Also was ja teilweise schon, ne, es geht ja richtig schon teilweise richtig zur Sache, ne? Und ich meine, wenn man dann so nah dran ist, das wird auch extra tatsächlich provoziert, zu sehen, wie reagieren die, überreagieren die vielleicht, was nicht passieren soll. Mit so einem Szenario ist rund um Fußballspiele eigentlich immer zu rechnen. Unter den vielen Fans, die aus ganz Europa nach Deutschland kommen werden, gibt es leider auch immer wieder Hooligans, die nichts anderes wollen, als Gewalt auszuüben. Neben aggressiven Fans droht bei Großereignissen auch von anderen Seiten Gefahr. Bei der EM 2021 gab es in der Münchner Arena einen Zwischenfall mit Aktivisten von Greenpeace. Mit einem motorbetriebenen Gleitschirm kapert ein Aktivist damals das Stadion. Nur durch Glück passiert dabei nichts Schlimmeres. Bei der diesjährigen EM wird so etwas höchstwahrscheinlich nicht mehr passieren. Der Luftraumschutz in ganz Deutschland wurde massiv verstärkt. Aber der Fall zeigt uns ganz deutlich, bei EM-Spielen kann es zu ganz unterschiedlichen Gefahren kommen. Deshalb versucht die Polizei, so viele Dinge wie möglich zu trainieren. Bei einer zweiten Übung rund um die Münchner Allianz Arena geraten wir mitten ins Geschehen. Die Polizisten trainieren den Einsatz bei einem Fußballspiel im Stadion. Die Lage ist unübersichtlich. Ist aber natürlich zwangsläufig, denn auch der Adrenalinpegel der Polizei, der schießt natürlich sofort natürlich, hoch. Genau. Hat man da auch Angst? Ich denke, Angst definiert jeder wegen anders. Der eine hat schon mehr Erfahrung, hat schon mehr Einsätze hinter sich. Ich denke, das definiert da tatsächlich jeder wegen anders. Ja. Doch dann tut sich ein zweiter Schauplatz auf. Ein inszenierter Attentäter löst eine Massenpanik aus. Die Einsatzleitung schickt die Bereitschaftspolizisten Richtung Tiefgarage. Geübt wird hier der Worst Case. Ein Attentäter, der in eine Gruppe von Fans gerast ist. Die Einsatzkräfte müssen schnell reagieren und die richtigen Entscheidungen treffen. Ja, er hat ein Messer. Das Übungsszenario wirkt auf uns wirklich bedrückend und ist nichts für schwache Nerven. Es gibt fiktive Verletzte und Tote. Überall herrscht Panik. Das heißt, es gibt quasi einen Attentäter. So scheint es jetzt zumindest. Das müssen die erstmal bewerten. Ne? Also die kommen, die sehen nicht nur Verletzte, sondern da ist noch jemand mit Messer. Da geht der Gefahr aus. Die anderen sind aufgebracht, gehen auf die Leute drauf. Und das müssen die jetzt bewerten und abarbeiten können. Großveranstaltungen wie eine Europameisterschaft sind immer durch Terror gefährdet. Terrorismus zielt nicht nur darauf ab, Menschen Leid zuzufügen. Es sollen noch möglichst viele dabei zusehen. Niemand will, dass so etwas passiert. Wenn es aber dazu kommt, muss jeder Polizist einen kühlen Kopf bewahren. Es ist extrem schwierig, halt diesen Überblick sich zu verschaffen, zu wissen, was ist hier überhaupt gerade passiert. Ja. So, also in welcher Situation befinde ich mich gerade? Wo sind noch weitere Gefahren, Quellen etc.? Ne? Also das ist schon nicht so ohne.
Das genaue Vorgehen der Einheiten ist geheim. Die Polizei will keine Taktiken verraten. Erst wenn die Lage sicher ist, können sich die Polizisten darum kümmern, Verletzte zu versorgen und Beweise zu sichern. Auch für den Beobachter der Übung, Dr. Bernd Bürger, ist so ein Einsatz mental sehr belastend. Die Vorstellung, dass man quasi als Einsatzteam quasi da reingeht, die Ersten im Zweifelsfall sind, und denkt, was passiert hier gerade einfach? Weil du bist ja im ganz anderen Film. Du bist im Film, du bist hier im Fußballfeld. Das genau. Und dann kommst du da runter und du bist im Film-Horrorszenario. Ja. Und denkst dir, fuck, da ist einer mit Messer. Also ja, das ist total schwierig, aber das ist unser Job. Aber worauf kommt es bei so einem Einsatzszenario wirklich an? Das Schlimmste, was dann passieren kann, ist eigentlich, oh, da liegt ein Verletzter, ich kümmere mich um den Verletzten, weil dann habe ich was zu tun. Ja. Das ist zwar an sich theoretisch gut, weil ich helfe den Verletzten. Das wäre eine Katastrophe, wenn jetzt jeder sich um irgendeinen Schauplatz kümmert, also der eine Verletzten hier, der nächste da unten. Und dann kann ich diese Einheit nicht mehr, die Stärke der Einheit nicht mehr nutzen. Das wäre eben auch ganz, ganz schlecht. Der polizeiliche Erfolg hängt also von der richtigen Führung ab. Meinem Team und mir wird zum ersten Mal bewusst, dass so eine Großveranstaltung nicht nur Spaß und Freude bringt, sondern auch Herausforderungen. Ganz andere Herausforderungen müssen die Schiedsrichter meistern. Oft stehen sie in der Kritik und werden angepöbelt. Kann so ein großes Turnier für einen Schiri überhaupt zu einem Sommermärchen werden? Das wollen die Explorer von Dr. Felix Brüch wissen. Er gilt als einer der besten Schiedsrichter Deutschlands. Aufgrund eines Kreuzbandrisses pfeift Brüch derzeit keine Spiele. Aber wie kam er an den Job? Ich bin halt ein großer Fußballfan und wollte einfach auch im Fußball dabei sein. Und so war es eben auch dann mit dem Schiri-Job. Also als Spieler hätte ich es nicht geschafft zu einer WM oder EM. Und als Schiri dann schon. Aber das hat mich auch mal fasziniert. Ja, es ist auch jemand, der entscheiden muss, der Verantwortung übernehmen muss. Ja, mit dem Pfiff hat man natürlich auch eine große Verantwortung, eine große Last auch, die man trägt. Ja. Und letztlich ist dann das Ziel, dass man im Rampenlicht steht, aber unsichtbar bleibt. Bei der diesjährigen EM sind zwei deutsche Schiedsrichter mit von der Partie. Felix Zweier und Daniel Siebert. Laut UEFA aktuell die besten deutschen Schiedsrichter. Insgesamt sind 19 Schiedsrichter aus ganz Europa und Südamerika dabei. Aber wie wird man EM-Schiedsrichter? Was muss man mitbringen? Du brauchst einen guten Körper, brauchst eben auch diese mentale Stärke. Und darauf wird eben im Vorfeld geachtet bei der Auswahl. Wer hat das? Wer bringt das mit? Ja, wer hat auch diese Leidensfähigkeit? Und deswegen kommen auch immer nur ganz wenige Schiris zu diesem Turnier. Bei einem großen Turnier zu pfeifen, ist auch für Schiedsrichter eine große Ehre. Doch der Druck kann auch zu groß werden. Bei der EM 2008 bekommt der englische Schiedsrichter Howard Webb den Hass einer ganzen Nation zu spüren. Wegen eines strittigen Elfmeterpfiffs gegen Polen bekommt der Schiedsrichter zahlreiche Morddrohungen. Sogar Polens Premier Donald Tusk sagt am Tag nach dem Spiel Österreich gegen Polen: "Gestern hätte ich gerne getötet. Sie wissen wen." Auch Felix Brüch kennt solche Situationen. Da muss man immer differenzieren. Der Schiri, der trifft die Entscheidung, aber der Mensch lebt dann eben weiter. Und wenn es immer auf den Schiri gehen würde, dann wäre das in Ordnung. Aber viele Angriffe gehen eben auch auf den Menschen. Ja. Und die tun halt unglaublich weh. Da muss man sich vorbereiten und muss man das irgendwie dann auch mit aufnehmen. Diese mentale Stärke kann man auch trainieren, ja, dass man solche Sachen nicht an sich ranlässt. Ich sage dir aber auch eins, was ein Problem ist, wenn man sich das aneignet, diese Kraft, solche Sachen an sich abprallen zu lassen, dann ist man im Leben manchmal genauso. Ohne Emotionen. Und das tut mir ein bisschen weh. Wütende Fans vergessen oft, dass hinter jedem Schiri auch nur ein Mensch steckt. Mit Felix Brüch tauschen will deshalb keiner von uns. Nominiert werden die Schiedsrichter von der UEFA. Für den Europäischen Fußballverband mit Sitz im schweizerischen Nyon ist so eine Europameisterschaft ein regelrechter Geldsegen. Der gemeinnützige Verein rechnet vor allem durch den Verkauf von TV-Übertragungsrechten mit Einnahmen von über 2,4 Milliarden Euro. Die UEFA ist damit der größte Profiteur der EM. Auch andere wollen vom Sommermärchen finanziell profitieren. Darunter vor allem die Host Cities, also die Austragungsorte, in deren Stadien gespielt wird. In Düsseldorf werden täglich bis zu 10.000 Fans bei einer der größten Public-Viewing-Veranstaltungen Deutschlands feiern. Wir fragen uns, wie man so ein Event überhaupt stemmen kann, und haben uns mit Thomas Neuhäuser verabredet.
Er ist der Projektleiter der Stadt für die Euro 24 und organisiert alle Umbauarbeiten, wie zum Beispiel die Vorbereitungen fürs Public Viewing. Damit du mal so einen Eindruck hast, wie das ausschauen kann hier. Ach, das ist ja, das ist der Turm. Also ist hier genau, Turm, wo wir stehen. Ja, ne? Genau. Siehst du, es ist offen gestaltet mit Eingängen. Mhm. Wir können es im Zweifel auch natürlich zumachen, auch aus Sicherheitsgründen und Crowdmanagementgründen. Aber es geht erstmal darum, dass es zugänglich für jeden. Mhm. Große Bühne, also wahrscheinlich die größte Bühne, die hier je gestanden hat. Und hier standen schon ein paar Bühnen. Insgesamt über 20,5 Millionen Euro investiert die Stadt in das Großereignis. Am teuersten dabei die drei Fanzonen mitten in der Altstadt. Die Stadt hofft natürlich auf schöne Bilder und jubelnde Fans aus ganz Europa. Aber ist das dann reines Marketing oder lohnt sich das sozusagen im Ende auch? Also hat man denn da, hofft man, dass da ein bisschen was hängen bleibt? Oder sagt man, okay, wir nutzen das wirklich nur, um uns einfach, ne, gut darzustellen und um einfach den Menschen eine gute Zeit zu bereiten? Die gehen idealerweise alle nach Hause und sagen, nach Düsseldorf müssen wir alle mal. Mhm. Und dann muss der Freundes-, im Familien-, im Bekanntenkreis sagen, wart ihr schon mal in Düsseldorf? Nee, da müsst ihr unbedingt mal hin. Das ist natürlich, da hatten wir eine gute Zeit, da kommen wir wieder. Fakt ist, Großveranstaltungen wie die EM haben für die Austragungsorte definitiv positive Auswirkungen. Die WM 2006 hat Deutschland ungefähr 0,3% zusätzliches Wirtschaftswachstum gebracht. Bei der damaligen WM konnten allein Händler und Gastro rund 2 Milliarden Euro zusätzlichen Umsatz verbuchen. Durch die EM ist jetzt ein ähnlicher Schub zu erwarten. Doch wem verschafft die Europameisterschaft noch ein großes Umsatzplus? Mein Team und ich sind unterwegs in Dresden, um herauszufinden, wo all die Autofahnen und Deutschlandbrillen herkommen, die man während so eines Turniers an jeder Ecke sieht. Der 39-jährige Danilo Schmidt hat vor 17 Jahren ein Werbeartikelunternehmen gegründet. Fußballturniere sind für das Wachstum seines Unternehmens extrem wichtig. Seine Firma hat über 150.000 unterschiedliche Werbegeschenke im Sortiment. Das ist, glaube ich, so der Klassiker von 2006. Ja, das hatte ich auch immer im Auto. Oder? Ja. Die Fahne irgendwie am Auto und ja, dann gab es teilweise noch dann diese Sleeves, die man so, also genau, über die Außenspiegel macht. Ne? Da gibt es zwei ganz spannende Geschichten dazu. 2006 waren die ausverkauft. Ja. Deswegen gab es so einen Hype und in dem Hype sind quasi die Flaggen ausgegangen und ja, man hatte mit diesem Andrang nicht gerechnet. Und dann sind die Preise in die Höhe geschossen, dann musste flugzeugeweise die Artikel schnell in Asien nachproduziert werden, weil die kommen tatsächlich in der Regel aus Asien. Ja. Gibt es diesen einen besonderen Artikel für 2024? Lauf- oder Sportshirts und Mehrwegbecher, weil es die auch ab kleinen Stückzahlen schon gibt. Ich glaube, 10 Stück Digitaldruck rundum. Das sind so Dinge, die ganz gut laufen. Klatschpappen, Flipflops, Kugelschreiber, Schminke, Mützen oder Trikots. Die schiere Menge an Produkten kann echt erschlagen. Aber klar, Fanartikel ziehen bei der Kundschaft. Gibt's zum Kasten Bier noch ein Deutschland-Trikot, dann entscheidet man sich natürlich lieber für die Marke mit Trikot. Wer bekommt nicht gerne was geschenkt? Kann man bei euch sagen, wie viel Einfluss so eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft auf euren Umsatz hat? Zur 2010 kann ich die Zahlen sagen, da haben wir 40% des Umsatzes gemacht. 40. Genau, aber es war ein absoluter Hype. Wir waren auch noch jünger. Uns gibt es ja schon 17 Jahre. Ja, aber das ist ja schon signifikant. 40% und heute sind es aber vielleicht 2-3%. Bei einem Großereignis wie der EM im eigenen Land versuchen alle Branchen etwas von der Euphorie und der guten Stimmung mitzunehmen und so Kunden an die eigene Marke zu binden. Egal ob Deutsche Bahn, Autohersteller, Getränkekonzerne oder Baumärkte. Also der Hype, wenn du eine EM oder WM in einem eigenen Land hast, ist schon deutlich größer. Ne, als wenn du jetzt Katar nimmst, da war es halt eben verhalten, gerade durch den Winterwechsel. Kann man denn sagen, dass vielleicht sogar ein bisschen die Performance, sage ich mal, des DFB-Teams auf dem Platz so ein bisschen quasi euch ja mehr oder weniger auch in die Karten spielen kann? Das heißt, euer Umsatz ist ja im Zweifelsfall größer, wenn die Mannschaft gewinnt. Da bist du schon abhängig. Wenn wir Vorrunde rausfallen und hast einen großen Lagerbestand, musst du 4 Jahre oder 2 Jahre warten bis zum nächsten Großevent. Gerade plant und produziert der Werbeartikelhersteller einen EM-Liegestuhl für einen großen Industriedienstleister. Eine eigene Grafikabteilung designt jede einzelne Bestellung. Alleine für die Euro 2024 hat das Unternehmen über 170 Fanartikel im Angebot, die individuell gestaltet werden können. Von der Anzahl der Bestellungen, kannst du dich noch an die größte Bestellung erinnern? Was war das? Fanartikel haben immer 1,5 Millionen
Sonnenbrillen gemacht mit für alle 20 Länder. Wow, ich glaube, das war so die größte reine Fanartikel-Produktion. Bezüglich Stückzahl gibt es keine Grenzen. Von Einzelstücken bis zu millionenfacher Ausführung. Wenn der Preis stimmt, nehmen die Sachsen jeden Auftrag an. Mittlerweile hat Danilo 70 Mitarbeiter. In der Lagerhalle wird gedruckt, verpackt und versandt. Gerade läuft die Produktion von Fußball-Liegestühlen für einen Kunden, der eine Verlosungsaktion rund um die Euro plant. Zur Freude für uns Explorer. Du darfst jetzt quasi einen Liegestuhl beziehen. Guck mal, der ist hier. Dann darfst du bitte schon mal mitnehmen und einfach drüben auf die andere Seite stellen. Das ist es quasi einfach das, das der Rohling, der immer so da Gestell, ist. Ne? Genau. Die Rohlinge bekommt das Unternehmen von zertifizierten Händlern aus Europa. Jeder einzelne Stuhl wird in Handarbeit bezogen. Oh, es fehlt natürlich jetzt noch hier so ein Kaltgetränk. Oha, vielen Dank. Einmal Melonenwasser. Wir haben so ein Teammitglied, das sagt, glaube ich, gefühlt alle 2 Minuten, nee, jetzt kannst du ja losgehen. Deshalb möchte ich dir das natürlich nicht nehmen. Du kannst es jetzt gerne sagen. Dann kann die EM jetzt ja losgehen, oder? Ja, eigentlich schon. Die Vorfreude auf das Turnier steigt bei uns von Tag zu Tag weiter an. Und zum Schluss unserer Reise durch das Land in Vorfreude auf das Sommermärchen wartet noch ein echtes Highlight. Auf unserer Spurensuche wartet noch ein absolutes Highlight. Ein Treffen mit Fußballweltmeister und Turnierdirektor Philipp Lahm. Aber wenn ich einen Weltmeister vor mir habe, persönlich, ja. Ich glaube, dann habe ich zum ersten Mal so richtig dieses Feeling, was ich brauche für dieses Jahr. Deshalb müssen wir gucken, dass wir in der ersten Reihe sind. Gehen wir rein, oder? Gehen wir rein. Los. Im Düsseldorfer Rathaus beginnt in wenigen Momenten die offizielle Kick-Off-Veranstaltung der Stadt. Der Medienrummel ist riesig. Alle warten auf den Weltmeister und Turnierdirektor Philipp Lahm. Alle im Explorer-Team sind angespannt. Hallo, servus. Hallo. Herr Lahm, Vincent Dehle von Galileo. Freut mich. Freut mich sehr. Warum ist dieses Heimereignis quasi irgendwie so besonders für den Spieler? Ja, erstmal ist es ein absolutes Privileg, wenn man seine Nation vertreten darf. Also man spielt für seine Nation, man darf seine Nation vertreten, mhm, auf dem Spielfeld und außerhalb. Und wenn man in der Bundesliga spielt, hat man ein Heimstadion und 17 Auswärtsstadien sozusagen. Ja. Mit der Nationalmannschaft bei so einem Heimturnier hat man eigentlich 10 Heimstadien. Und das ist das Tolle einfach, dass man in anderen Stadien auch zu Hause ist. Und wenn ich an 2006 auch zurückdenke, diese Energie, die von dem Publikum dann auf die Mannschaft überschwappt und dieser Zusammenhalt, was zwischen der Gesellschaft und der Mannschaft entstehen kann, was wir 2006 oder was ich als Spieler erleben durfte, das ist einmalig. Also deswegen diese 4 Wochen, was mir da der Fußball, aber vor allem die Zeit gegeben hat, das werde ich in meinem Leben einfach nicht vergessen. Wenn jetzt wieder Ball rollt, ist es dann schon mal irgendwie wahrscheinlich auch als Profi noch mal ein bisschen ein anderes Gefühl dann auch, wenn man gerne vielleicht mitkicken also möchte. Noch muss ich sagen, noch geht's. Also es kribbelt nicht so in den Füßen. Ich glaube aber vor dem Eröffnungsspiel, wenn es dann in München auch, ich durfte das Eröffnungsspiel ja 2006 auch spielen in München. Mhm. Und wenn das dann kommt und mit der Atmosphäre dann von so einem Heimturnier, ich glaube, dann kribbelt es noch mal. Aber es ist besser, wenn die anderen das machen. Vielen Dank. Sehr gerne. Auf eine gute EM und ich glaube, der Raum ist voll. Ich glaube, jetzt kommen noch ein paar mehr Fragen. Vielen Dank. Gerne. Alter. Ich war ein bisschen nervös. Muss ich sagen. Aber ich glaube, das ist genau dieses Gefühl, so dieses, was er auch gesagt hat, dass wir das, was wir 2006 hatten, dass wir das irgendwie wieder schaffen und dann wird es eine gute Zeit. Philipp Lahm ist das Gesicht der EM. Seit 2018 ist er der Chef des Organisationskomitees und damit Entscheidungsträger für alle wichtigen Dinge. Doch sein größtes Talent ist es, ganz Deutschland auf ein großartiges Sommermärchen einzustimmen. Es ist wirklich so, dass mit jedem Schritt, den wir so verfolgen, merkt man, okay, da passiert richtig, also da wird wieder was richtig Großes bei uns passieren. Mhm. Dann kann es jetzt losgehen. Jetzt aber sagen wir jetzt zum dritten Mal, nach jedem Drehtag. Ich hab das Gefühl, Basti weiß nicht richtig, wann er es schneiden möchte. Deshalb sagt er einfach jedes Mal am Ende, und jetzt kann es losgehen. Na dann, kann es ja jetzt wirklich endlich losgehen. Das Sommermärchen 2024.